Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, kurzes, bündiges Video, beziehungsweise die Anfangsaussage hier, und dann werde ich gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe aus Jux und Dollerei gerade mal einen Strompreisvergleich gemacht. Ihr wisst ja, Strompreise steigen, 50% Aufschlag und so weiter, ist ja alles bekannt mittlerweile. Jetzt habe ich mal meine Parameter eingegeben, meinen Standort, ca. 2.500 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr und habe dann ja, in meinem aktuellen Tarif knapp über 50 Euro, die ich zahlen soll. Zahle aber jetzt schon seit längerem um die 70, 75 jeden Monat, mache ich aber auf freiwilliger Basis. Und ja, Portal spuckt mir aus. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr beim Grundversorger, sondern ich bin bei jemand anderem. Und beim Grundversorger wären wir mittlerweile bei 80 Euro. Ökostromtarif, Neukunden, ist der günstigste Tarif, den die im Moment anbieten. Nun ist es so, dass die nächsten Anbieter, Vattenfall, Goldgas und wie sie alle heißen, ab 106 Euro bis 160 Euro hochgehen. Da frage ich mich nur, mal, geht's noch? Wir reden hier von einem Haushalt mit 2.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch und nicht ein Büro mit 15.000 oder so. Wo soll denn das bitte hingehen, wenn ich als mit einem kleinen Privathaushalt mit verhältnismäßig geringer, also ich muss dazu sagen, ich habe auch keine 200.000, ich habe ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt nur diese Vergleichswerte nehme, dann ist das schon heftig, wenn man sieht, dass der Grundversorger im Ökotarif sogar günstiger ist als alle anderen Anbieter mit ihren Neukundenprämien und Rabatten und so weiter, was es da gibt. Und wir sind jetzt gerade erstmal am Anfang. Heute ist der 1.9., als ich diesen Vergleich gemacht habe. Und ich muss sagen, Leute, ich habe mich echt erschrocken. Gas habe ich gar nicht nachgeguckt, weil ich habe zum Glück kein Gas. Aber wenn wir schon alleine beim Gas, beim Strom, wirklich um ja, 80 im Vergleich zu 110, das sind schon mal 20 Euro. Und wer weiß, wo das noch hingeht. Wir haben ja jetzt erst die ersten Durchreichungen der Strompreise der letzten Monate. Das sind ja noch nicht die aktuellen Spitzensätze, die aufgerufen werden. Und jetzt rechnet euch das mal auf ein Jahr hoch. Das ist echt heftig. Ihr könnt ja mal aus Jux und Dollerei auch mal so einen Preisvergleich machen mit euren Parametern bei Check 4. Ihr kennt die Große, die machen auch manchmal Werbung vor meinen Videos. Ja, bei diesem großen Portal und dann einfach mal alle Tarife vergleichen. Ganz wichtig im Filter alle Tarife, nicht nur Ökotarife oder sowas eingeben. Also ich muss sagen, ich habe gerade echt tierisch mit den Ohren geschlackert, als ich das gesehen habe. Bei Ökotarifen sind wir sogar bei noch höheren Kosten. Und also ganz ehrlich, Leute, wenn ich jetzt hochrechne, über 1.200 Euro, weit über 1.200 Euro an Strom fürs im Jahr. Das sind bei diesen 2.500 Berechnungsgrundlage im Durchschnitt 50 Cent pro Kilowattstunde. Natürlich, jetzt kann man kommen, ja, ist ja hier Grundpreis und so weiter mit drin. Ja, trotzdem rechnet man das um. Weil im Endeffekt zahle ich das ja, ob ich jetzt 2.000 oder die wie auch immer verbrauche. Diese Kosten muss ich ja auf die Kilowattstunden trotzdem draufhängen. Das heißt, ich muss den Gesamtpreis teilen, meiner Ansicht nach. Aber ist ja egal. Aber es würde mich mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Also bei mir sind im Vergleich zum aktuell günstigsten Tarif meines Grundanbieters hier, zum günstigsten nächsten Tarif über 20 Euro Differenz, fast 30 Euro Differenz. Und im Vergleich zu dem, was ich in meinem alten Vertrag habe, der zum Glück noch bis nächstes Jahr läuft, die Frage ist nur, ob diese Kosten dann so bleiben oder ob die auch zunächst steigen. Da bin ich auch mal gespannt. Auf jeden Fall ist heftig. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das Ganze so seht. Also im Vergleich zu dem, was ich jetzt aktuell habe, ist es eine Verdopplung. Wenn ich jetzt einen anderen freien Anbieter wählen würde, es wären knapp plus 30 Euro im Vergleich zu meinem jetzigen Anbieter. Das jeden Monat. Das ist während 300, ja, wenn ich jetzt zum Grundversorger zurückwechseln würde, wären das 360 Euro mehr im Jahr. Als ich damals gewechselt habe, waren es, ich glaube, 120, 130 Euro, die ich hätte mehr zahlen müssen.
Aber das ist schon heftig, wie sich diese Differenz mittlerweile ausgesetzt hat, ausgearbeitet hat. Echt Wahnsinn. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr so einen Vergleich macht, schreibt auch gerne mal das Ergebnis bei euch unten rein. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Und schreibt auch gerne mal rein, ob ihr sowas wissen wollt im Vergleich zum Gas. Das könnt ihr natürlich auch mal mit Gas machen. Für meine Region hier. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten, euer Mike.